Die nächste Starterin hat die Startnummer 09, heißt Julia Hübner, 11 Jahre, aus Klagenfurt und ist eine richtige Ballettratte. Zum Glück hat sie einen ganz lieben Opa, der ihr bei ihm zu Hause was ganz Besonderes eingerichtet hat. Schon seit meinem 5. Lebensjahr. Und meine größten Erfolge, ich bin 8-mal österreichische Meisterin und 4-mal European Meisterin. Sie ist eine Energiebombe. Wenn sie was will, dann macht sie das auch. Das ist mein Opa und er ist mein größter Fan und hat mir das Tanzstudio zur Verfügung gestellt. Ich bin eigentlich Allwetterschwimmerin, außer wenn es blitzt und donnert, dann gehe ich nicht ins Wasser. Aber die Julia, ja, das ist ja ganz lustig, da reinzuspringen, so bei 12, 13 Grad und da geht sie schon baden. La Fee, eine der Finalistinnen im Kiddie Contest im Jahr 2004, hat sich mit Heul doch nach ganz oben in die Charts gesungen. Noch höher hängt eigentlich nur der Vollmond. Das passt auch, weil heute Abend ist auch Vollmond. Und genauso heißt der Titel von unserer nächsten Starterin. Hier ist mit der Startnummer 09 Julia und Vollmond. Dunkelheit sah aus wie ein Spiegelei, ich wusste, der Wahnsinn beginnt. Der Wecker blieb stehen, der Hahn der fing an zu krähen, weil jeder bei Vollmond spinnt. Die Katze macht Wau und der Hund macht Miau, alles umgekehrt in dieser Nacht. Und dann ist keiner dicht, wenn das Pickelgesicht sich am Himmel oben schief lacht. Chattet im Chat, Oma joggt in mein Häuserblock. Die wir brechen nicht ein, sperren sich selber gleich ein und singen in Jailhouse Rock. Neben den ganzen Ballerinas, Caro ja vorher auch schon, so muss man auch Haltung annehmen. Julia, du besingst ja die heutige Nacht quasi, es ist ja Vollmond heute Nacht ja. Sogar. Wirst du jetzt heute Nacht schlafwandeln oder werden dir Eckzähne wachsen und überall Haare oder wie schaut's aus heute Nacht bei dir? Nein, ich werde eher im Schlaf reden. Du redest im Schlaf? Achso, das mache ich auch die ganze Zeit, das ist ja gar nicht so schlimm. Du bist ja nicht nur eine Ballettratte, sondern wir haben es gesehen, auch eine Wasserratte. Was man dazu sagen muss, diese Aufnahmen wurden gedreht wann? Jetzt nicht gerade im Juni bei 30 Grad oder Na, so, sondern? Im Oktober bei 15 Grad. Und da gehst du ins Wasser?
Ja, ja. Du bist aber echt hart im Nehmen. Aber man braucht auch gute Nerven, oder? Wenn man da auf der Bühne steht. Von daher ist es ja eine gute Abhärtung, das Wasser. Vielen Dank, Juli, du hast doch hinter dir. Dankeschön, den Platz. Tschüss. So.